Der Transfer von Harry Kane steht kurz vor dem Abschluss. Kane ist am Freitag bereits in München gelandet. Außerdem soll Neymar vor einer sensationellen Rückkehr zum FC Barcelona stehen und das sogar zum Nulltarif. Aber ein Leidtragender der finanziellen Situation soll Ilkay Gundogan sein, der die Katalanen möglicherweise bereits wieder verlassen wird. Um diese Themen geht es im heutigen Video, Leute. Wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann lasst jetzt ein Abo da und wie immer schreibt mir eure Meinung zu den Themen in die Kommentare. So wie jeden Sommer wird in den Medien heiß um die Personalie Neymar diskutiert, denn seit Jahren liebäugelt dieser mit einer Rückkehr zu Barca, zu dem Verein, wo für ihn alles noch gut gelaufen ist und er seine Weltklasse in Europa zum allerersten Mal unter Beweis stellen konnte. Konkret jedoch wurde nie etwas daraus, doch angeblich soll diesen Sommer alles anders sein. Die Pariser stehen mitten in einem Umbruch, das Trio aus Messi, Neymar und Mbappé gibt es nicht mehr. Messi ist bereits bei Inter Miami. Mbappé will man unbedingt noch für Ablöse loswerden, bevor er nächsten Sommer ablösefrei zu Real Madrid geht und auch Neymar hat laut aktuellen Medienberichten keine Zukunft mehr bei Paris. PSG soll den 31-jährigen Brasilianer darüber informiert haben, dass er keine Rolle mehr in den Planungen der Pariser spielt und er den Verein in diesem Sommer verlassen soll. Für Neymar wird grundsätzlich ein Platz frei, den er 1:1 besetzen könnte, nämlich Ousmane Dembélé. Ironischerweise der Mann, der damals zu Barca kam, um Neymar zu ersetzen. Für Barca wird der Transfer dennoch schwierig, denn die finanzielle Situation, allen voran die Spielergehälter und Registrierungen, gestalten sich auch diesen Sommer als sehr kompliziert. Die nächste Frage ist, ob bei Barca überhaupt jeder mit der Rückkehr von Neymar einverstanden ist. Der Präsident Juan Laporta möchte den Brasilianer unbedingt zurückholen, doch der Trainer Xavi ist nicht überzeugt. Xavi meint, Neymar könnte das Gleichgewicht auf dem Feld und auch in der Kabine stören, vor allem weil Barca aktuell sehr viele junge Spieler hat. Die Katalanen haben eine Leihe mit Kaufverpflichtung angeboten, doch PSG will das nicht. Zuletzt kamen übrigens weitere Meldungen, dass die Pariser sogar überlegen, den Vertrag komplett aufzulösen, wodurch Neymar ablösefrei wechseln könnte. Dann würden sie zwar keine Ablöse erhalten, jedoch sich auch immerhin das 50 Millionen Euro Gehalt ersparen. Apropos Gehalt, Barca hat vor, Neymar 12 Millionen Euro Gehalt im Jahr anzubieten, netto. Hilfe möchte sich Barca aus Saudi-Arabien holen. Der Deal könnte nämlich nur in dieser Dimension stattfinden, wenn Neymar von einem saudischen Club geholt wird und an Barca ausgeliehen wird. Angeblich arbeiten Pin Zahavi und der Vater von Neymar, also Neymar Senior, bereits an diesem Deal. So müsste Barca, falls Paris den Vertrag nicht auflöst, die hohe Ablösesumme nicht bezahlen. Al-Hilal könnte die Zwischenstation für Neymar sein. Ob Neymar oder die Pariser da mitmachen, ist jedoch fraglich. Lukrativ könnte es für Neymar allemal werden, da auf ihn in Saudi-Arabien zukünftig sicher nicht wenig Geld erwarten wird. Laut La Porteria TV wird erwartet, dass Neymar seinen Vertrag einvernehmlich mit Paris auflösen wird. Dadurch würde er, wie bereits erwähnt, ablösefrei kommen. Nach Informationen von Matte Moretto verhandeln beide Parteien bereits über die Auflösung des Vertrags. Xavi scheint zwar noch sehr pessimistisch und kritisch gegenüber Neymar zu sein, also gegenüber der Neymar-Rückkehr, doch gestern hat sich auch der Barca-Kapitän Sergio Roberto geäußert. Er meinte, dass er mit Neymar bereits telefoniert hat und sich Neymar schon sehr auf eine Rückkehr freut. Quasi eine Bestätigung aller Gerüchte. Aber noch ist nichts fix. Laut David Bernabeu hat Barca eine Einigung mit Neymar, doch sie warten, bis Neymar den Vertrag mit Paris auflöst. Neymar ist Weltklasse, das streitet sicher niemand ab. Aber man vermutet bereits, dass die Ankunft eines Hochkaräters wie ihm den Abgang von 1 bis 2 Schlüsselspielern bedeuten könnte, damit man die Finanzen unter Kontrolle bekommt. Es ist die Rede von schmerzhaften Abgängen. Diskutiert werden Ansu Fati oder Ferran Torres aktuell. Aber auch Ilkay Gündogan, der erst seit einem Monat da ist. Laut einem Bericht der spanischen Sport könnte Barca erneut Probleme mit den spanischen Statuten bekommen, wodurch wieder Chaos ausbrechen würde. Die Einhaltung der Gehaltsobergrenze fällt den Katalanen schon seit Jahren sehr schwer und es gibt eine Klausel, die bei Neuzugängen aktiviert werden könnte. Wenn Barca Gündogan bis zum Saisonauftakt nicht als Spieler registrieren kann, wird nicht nur der Vertrag nichtig, sondern Barca müsste ihm auch noch das Gehalt für ein Jahr komplett zahlen. Obwohl die Katalanen mit Sergio Busquets, Frank Kessi, Jordi Alba und auch Nico Gonzalez einige Abgänge hatten, reicht es immer noch nicht. Ousmane Dembélé ist schon zu 99% ein Paris-Spieler, aber nur zu 99%. Komplett fix ist der Transfer auch noch nicht. Aber nicht nur bei Gündogan liegt dieses Problem vor. Bei den anderen Neuzugängen wie Inigo Martinez oder Oriol Romeo selbstverständlich auch. Und dann wollen sie allen Ernstes noch Neymar holen. Sogar Sergio Roberto und Ronald Araujo, der Newcomer-Innenverteidiger von den letzten Jahren, sind noch nicht registriert. Ob Neymar wirklich ankommt, sollte man erst glauben, wenn es fix ist.
Den Transferpoker gibt es gefühlt jedes Jahr, doch natürlich ist diesen Sommer irgendwie alles anders. Sogar die Bayern haben einen über 100 Millionen Euro Transfer gemacht, nämlich Harry Kane. Nach Ewigkeiten ist Harry Kane endlich in Bayern gelandet. Der 10. August war wohl der wildeste Tag im Transfersommer. Kurz vor Mitternacht berichtet Sky-Reporter Florian Plettenberg, dass sich Harry Kane endlich entschieden hat. Am Donnerstag, den 10. August, hat sich der Transferpoker um Kane in alle Richtungen bewegt. Zunächst hörten wir, dass Daniel Levy von Tottenham und die Bayern sich endlich geeinigt haben und der Transfer endlich vor dem Abschluss steht. Dann hörten wir aber, dass Kane noch zögert. Grund dafür soll ein dritter Verein gewesen sein, einer von Paris, Chelsea oder Man United, soll Kane ein saftiges Gehalt und Handgeld geboten haben, wenn er im kommenden Jahr ablösefrei kommen sollte. Zu diesem Zeitpunkt sagte man, am Nachmittag standen die Chancen 50-50. Am Abend sah es eher sogar so aus, als ob Kane bei Tottenham bleiben würde. Doch kurz vor Mitternacht hat Florian Plettenberg auf seinen Social Media Plattformen berichtet, dass Kane sich entschieden hat und er zu den Bayern gehen möchte. Und am Freitag war es endlich soweit. Harry Kane ist endlich in München gelandet und auf dem Weg zu obligatorischen Medizinchecks. Danach ist es nicht mehr lange bis zur Unterschrift bei den Bayern. Wir können endlich sagen, Harry Kane ist der neue Weltklasse-Mittelstürmer beim deutschen Rekordmeister FC Bayern München. Das Drama hat endlich ein Ende. Es gab nochmal kurz vor Abflug nach München Probleme, die natürlich wieder von Daniel Levy stammten, welcher für die Verzögerung verantwortlich war. Angeblich soll Tottenham Kane die Flugerlaubnis entzogen haben, um wieder nachzuverhandeln. Angeblich soll Harry Kane in seinem Auto gesessen haben und nur auf die Erlaubnis gewartet haben, um nach München zu fliegen. Aber egal, das ist inzwischen Vergangenheit. Harry Kane ist in München, Harry Kane wird zu München wechseln. Wie gut ist Harry Kane und wird er seiner Ablösesumme gerecht werden? Bei der Höhe muss man ganz ehrlich sagen, in München muss man mit dem Champions League Triumph rechnen, denn sonst hätte man auch ein Jahr warten können, um ihn ablösefrei zu holen. Den Druck machen sich die Bayern somit selber. Harry Kane ist 30 Jahre alt und hat den 84 Länderspielen 58 Tore erzielt. Der 1,88 Meter große Engländer wurde ins All-Star-Team der WM 2018 gewählt und war viermal im Team der Saison der Premier League. Außerdem ernannte man ihn 2017 zum Nationalspieler des Jahres in England. In 320 Premier League Spielen erzielte er 213 Tore, womit er auf Platz 2 hinter Alan Shearer liegt. Viele munkelten, dass er deshalb in England bleiben wird, damit er den Rekord brechen kann. Auch für ihn war das lange ein Ziel, doch mit 30 will er endlich einen Titel gewinnen. Was nur verständlich ist. Na gut, den Audi Cup, den hat er auch schon mal gewonnen, aber das zählt nicht wirklich. Übrigens liefert er zu den 213 Toren noch 50 Vorlagen hinzu, was zeigt, dass Kane oft zu Unrecht als klassischer Neuner betitelt wird. Kane ist eigentlich viel mehr als das. Er kann den Ball halten und behaupten und hat eine wirklich tolle Technik. Auch international hat er seine Torgefahr unter Beweis stellen können. So hat er in der Champions League in 32 Spielen 21 Tore gemacht und in der Europa League 13 Tore in ca. 36 Spielen. Die Bayern erwartet somit einen Stürmer, der eigentlich alles kann, was ein Weltklasse-Mittelstürmer können muss und sehr an Lewandowski erinnern könnte. Er ist zwar nicht der Allerschnellste, aber für Tempo sorgen genug andere Spieler bei den Bayern, wie Serge Gnabry, wie Leroy Sané oder Kingsley Coman oder auch Alphonso Davies. Ob er sich bei den Bayern aber durchsetzen wird und auch als englischer Legionär außerhalb der Insel funktionieren wird, wird sich erst zeigen. Er wäre nicht der erste Engländer, der gescheitert wäre. Und auch Mané war bei seiner Ankunft in Deutschland im selben Alter und einer der besten Spieler der Welt. Was aus ihm passiert ist, dürfte allen bekannt sein. Jetzt möchte ich aber von euch wissen, Leute, was sagt ihr? Lohnt sich der Transfer von Harry Kane zu den Bayern für die Bayern? Oder war das das größte Missverständnis der jüngsten Bayern-Geschichte? Hat Tottenham die Bayern an der Nase herumgeführt? Oder haben sie zu Unrecht oder zu Recht diverse Angebote abgelehnt, um mehr Geld rauszuschlagen? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare und lasst definitiv jetzt ein Abo da, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt.